Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr bereits im Intro gesehen habt, stelle ich euch heute die Rocket Cone Pure Desert Strike vor im Bundle. Und wie ihr gerade erkennen könnt, zeige ich euch hier gerade die Dog Tags, welche ich eigentlich ziemlich cool finde, aber wahrscheinlich verlosen werde. Also wenn ihr Bock auf die habt, schreibt mir einfach unten in die Kommentare, dass ihr die haben wollt und warum ihr die unbedingt haben wollt. Und dann schaue ich mal, wie es damit aussehen wird. Hier seht ihr nun das Mauspad, welches eine Größe von 40x28 cm aufweist, mit 16.000 dpi. Des Weiteren ist es von internationalen professionellen Gamern weiterempfohlen worden. So, kommen wir auch hier schon zur Maus. An der Seite befindet sich das Rocket-Logo, was ich natürlich ziemlich geil finde. Auf der Rückseite stehen ein paar Daten, zum Beispiel, dass es einen DPI-Up-and-Down-Schalter gibt, dass das Kabel mit Stoff ummantelt ist und dass das Mausrad ein 2D-Titan-Wheel ist. Des Weiteren könnt ihr selbst über die Farbe des Logos entscheiden. Dazu komme ich später nochmal, indem ich euch ein paar verschiedene Einstellmöglichkeiten zeige. So, weiter geht's zum Unboxing. Da ist die Maus noch halb verpackt. Da seht ihr schon das Prachtexemplar von Maus. Hier habe ich einen kleinen Test gemacht zur Handlichkeit und Funktionalität der Maus. Hat mich schon dort direkt beeindruckt. Links unten in der Ecke befindet sich das typische Rocket-Logo mit natürlich noch dem Cone Pure. Im Hintergrund dann auf der Maus das Rocket-Logo, welches wie gesagt in unterschiedlichen Farben leuchten kann, nach euren persönlichen Wünschen oder ein paar Presets. Später zeige ich euch diese wie gesagt. Nun folgen ein paar Videoaufnahmen von der Maus und einfach so präsentiere ich euch die. Ich hoffe, euch gefällt das. Schaut einfach noch bis zum Ende, was ihr außerdem noch gewinnen könntet. Wenn jemand von euch War Thunder zockt, kann er natürlich gerne einen Bonuscode erhalten. Auch das gehört zur Verlosung. Ich hoffe, du würdest dich freuen. So Leute, das war's wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links und rechts findet ihr jeweils ein weiteres Video. Und falls ihr möchtet, könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!